Hey Siri, wie geht denn Selbstbefriedigung? Ich habe dich nicht verstanden. Masturbation. Ich habe dich nicht verstanden. Siri, wie holt man sich als Frau eine runter? Es tut mir leid. Ich habe dich nicht verstanden. Du bist neugierig wegen der Selbstbefriedigung, aber es gehen dir gleichzeitig so viele Fragen durch den Kopf. Wie macht man das am besten? Wie packt man das Thema im wahrsten Sinne des Wortes richtig an? Wie fühlt sich das an? Wie komme ich zum Höhepunkt? Und ist das überhaupt normal für ein Mädchen, sich selber zu befriedigen? All diese Fragen klären wir jetzt in diesem Video. Selbstbefriedigung, auch Masturbation genannt, ist gerade bei Frauen und Mädels mit sehr vielen Tabus und Komplexen behaftet. Dabei ist die Selbstbefriedigung unheimlich gesund und wichtig für uns Menschen, für uns alle. Und auch nichts, absolut nicht, wofür man sich schämen sollte. Aus medizinischer Sicht ist es auf alle Fälle wichtig, sich selber zu befriedigen, damit man als erwachsene Frau dann weiß, was einem gefällt sexuell und was nicht. Es ist unheimlich wichtig, dass du dich selber kennenlernst, damit du auch mit deiner Sexualität und mit deinem Körper auf du und du bist und das alles nicht irgendwie fremd oder komisch sich anfühlt für dich. Die Masturbation hat auch ganz viele andere Vorteile. Wenn wir zum Orgasmus kommen, werden Glückshormone ausgeschüttet. Die nennen sich Serotonin und Dopamin, auch in dem Überbegriff Endorphine genannt. Und die Endorphine machen wahnsinnig viele tolle Dinge für uns. Sie bescheren uns gute Gefühle und entspannen uns auch. Die Endorphine sind außerdem auch sehr gut gegen Kopfschmerzen und auch gegen Regelschmerzen. Deswegen wird oft auch empfohlen, auch sich selber zu befriedigen, wenn man gerade die Periode hat. Die Selbstbefriedigung ist also wirklich eine eingebaute Möglichkeit, dass wir uns selber gut fühlen. Tatsächlich von der Natur auch wirklich so vorgesehen. Dennoch gibt es zwei wichtige Mythen, die ich jetzt erstmal wirklich mit so einem Roundhouse-Kick aus der Welt schaffen will. Das erste ist, nur Jungs holen sich einen runter und Mädels machen das nicht. Das ist völliger Blödsinn. Natürlich holen sich Jungs einen runter, völlig klar. Aber Mädels haben genau dasselbe Bedürfnis, sich selbst einen runterzuholen und sich selber zu befriedigen. Manche machen das jeden Tag, manche sogar mehrfach am Tag, andere einmal die Woche. Aber all das ist vollkommen normal. Der zweite Mythos, den ich aus der Welt räumen möchte, ist, nur Mädels oder Frauen, die keinen abkriegen, befriedigen sich selber. Auch völliger Quatsch. Also viele Frauen befriedigen sich, wie gesagt, jeden Tag oder häufig. Und viele Frauen haben sogar mehr Solo-Sex, wenn sie einen Partner haben, als wenn sie alleine sind. Das liegt vermutlich daran, nicht weil dein Partner irgendwie schlecht im Bett ist oder sowas, sondern einfach, weil wenn du viel Sex hast, werden mehr Hormone ausgeschüttet, dass du noch mehr Sex haben willst. Und außerdem kann es sein, dass du, wenn du gerade oder gestern sehr, sehr tollen Sex hattest, dass du das vielleicht nochmal erleben willst im Kopf nochmal oder nochmal durchspielen willst, die besonderen Momente. Wenn Mädels zu mir in die Praxis kommen und sagen, ich habe mich noch nie selber befriedigt, ich weiß nicht, wie das geht, dann ist mein allererster Tipp immer, freunde dich mit deiner Vulva an. Und dazu gehört, wie immer, wie das immer so ist mit Freundschaften, du musst wissen, wie sie aussieht. Also suchst du dir einen Ort und einen Zeitpunkt aus, wo du Ruhe hast. Einfach vielleicht abends, wenn das Haus ruhig ist und wenn du weißt, da kommt jetzt keiner ins Bad oder in dein Zimmer reingestürmt, ja. Und dann nimmst du einen Spiegel, also ziehst dich aus, nimmst einen Spiegel und guckst dich einfach mal unten an. Und freundest dich erstmal mit deinem Genital an, mit deiner Vulva. Die Vulva ist ein interessant aussehender Teil vom weiblichen Körper und die sieht bei jeder Frau tatsächlich ein bisschen anders aus. Das ist wie Nasen oder Füße. Da gibt's keine Einheitsgrößen oder Einheitslooks, die man haben muss. Die Vulva gibt's immer in verschiedenen Styles. Es kann sein, wenn du das erste Mal deine Vulva anguckst, dass du ein bisschen overwhelmed bist. So, da ist irgendwas braun oder lila oder komisch und es ist so labbrige Haut und ich finde das gar nicht schön. Das ist nicht schlimm. Die Vulva sieht manchmal ein bisschen lustig aus. Das gehört dazu. Das ist so. Wenn du also deine Vulva jetzt ausgiebig angeguckt hast und denkst, ich will jetzt mal schauen, was sich gut anfühlt, dann fass sie ruhig an, trau dich ruhig. Wenn du anfängst, dich selber zu berühren, dann mach erstmal eine mentale Notiz davon, was fühlt sich gut an und was ist eher neutral und was ist vielleicht doof. Ne? Also fasst du die Außenlippen an, die Innenlippen an, die Klitoris und dann guckst du einfach mal. Wenn du vielleicht Schuldgefühle bekommst oder irgendwie das Gefühl hast, du machst was Verbotenes oder etwas Dreckiges, schieb die einfach erstmal beiseite. Die Stimmen haben jetzt erstmal nichts verloren, es ist jetzt erstmal du und dein Genital allein, was du entdeckst und guckst, was dir gefällt und was nicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie befriedigt man sich richtig? Also es gibt jetzt kein richtig und kein falsch. Was wichtig ist, ist dich einfach von deiner Intuition, von deinem Gefühl einfach leiten zu lassen. Was viele machen instinktiv, ist die Klitoris anzufassen, weil die Klitoris ein Punkt ist, was die intensivsten Gefühle hervorruft. Die Klitoris ist so und so die genialste Erfindung überhaupt in der Geschichte der Menschheit, denn die Klitoris ist das einzige Organ am Körper des Menschen, was nur dafür da ist, dir schöne Gefühle zu machen. Es hat sonst keinen Zweck.
Also viele spielen an der Klitoris so mit der Hand, machen Kreisenbewegungen oder Auf- und Abbewegungen. Da sind die Methoden und die Styles einfach ganz unterschiedlich, wie jede Frau auch. Manche benutzen die Hand gar nicht und nehmen einfach ein Handtuch oder ein Stofftier oder ein Kopfkissen. Da ist nichts richtig und nichts falsch, sondern einfach nur, was dir am besten gefällt und was zu dir am besten passt. Wenn du weder die Hand oder ein Stofftier benutzen willst, habe ich noch einen anderen heißen Tipp. Du kannst auch einen Wasserstrahl nehmen. Also das nächste Mal, wenn du in der Dusche bist, dann nimmst du einfach den Duschkopf, hältst es dir unten dran und lässt einfach den Wasserstrahl gegen den Klitoris prallen. Guckst du mal, was passiert. Aber die Selbstbefriedigung der Frau beschränkt sich bei weitem nicht einfach nur auf die Klitoris, also alles außen. Man kann auch, wenn man neugierig ist oder wirklich Lust darauf hat, sich ein oder zwei Finger völlig gefahrlos in die Vagina reintun. Dann gibt es zur Selbstbefriedigung natürlich Sextoys. Man kann zum Beispiel einen Vibrator nehmen, was man einführt, oder ohne Vibration, das nennt man dann Dildo. Oder aber auch etwas, das nennt sich ein Auflegevibrator. Das setzt man oben auf die Klitoris drauf und hat Spaß. Ein weiteres wichtiges Organ für die sexuelle Erregung sind die Nippeln. Und viele Frauen werden erregt, wenn man sie an den Brüsten oder an den Nippeln anfasst. Das ist ganz, ganz spannend. Man hat auch gesehen im Gehirn, dass es auch Verbindungen gibt, Nervenverbindungen gibt zwischen den Nippeln und der Klitoris und dem Gehirn. Also vergiss die Nippeln nicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, was passiert während der Selbstbefriedigung mit unserem Kopf? Wenn wir uns selber befriedigen, haben wir häufig sexuelle Fantasien. Das bedeutet, du hast ganz abstruse, seltsame Gedanken, vielleicht von jemandem aus deiner Klasse, den du eigentlich gar nicht magst, wo du dich dann nach der Selbstbefriedigung fragst, hä, was war das jetzt eigentlich? Das ist vollkommen normal, lasse einfach gehen. Die sind wie weggeblasen, wenn du fertig bist, nimm sie bloß nicht ernst, das gehört dazu. Jetzt will ich euch aber auch noch mal ganz kurz was erzählen zum Thema Orgasmus. Wenn du dich selber befriedigst, egal mit der Hand oder mit einem Wasserstrahl oder mit einem Stofftier, völlig egal, merkst du wahrscheinlich, dass die Erregung vielleicht immer stärker wird und immer stärker und auf etwas zuläuft. Und dann ist es so ein bisschen wie Achterbahnfahren, ja? Das ist, du merkst, du steigst immer höher, steigst immer höher, steigst immer höher und dann gibt es einen Orgasmus. Ein Orgasmus kann sich anfühlen wie eine großartige Explosion. Es kann sich aber auch anfühlen wie so eine Druckwelle, was durch dich hindurchgeht. Oder ein Ganzkörperkribbeln. Vielleicht siehst du aber auch Sterne oder Farben. Aber es gibt auch manche Orgasmen, die nicht so spektakulär sind. Es gibt Orgasmen, die eher so ein bisschen mäh sind, ein bisschen langweilig sind. Es gibt sogar Orgasmen, die einen vielleicht so ein bisschen nerven, weil man sich mehr davon versprochen hat und ein bisschen enttäuscht ist. All diese Dinge sind vollkommen normal, die haben wir alle schon mal erlebt. Aber der Orgasmus ist jetzt nicht das Ziel. Viel wichtiger ist, deinen Körper und deine Sexualität zu genießen. Es ist ein wunderbares Geschenk von der Natur, einfach damit du dich gut fühlst. Also fassen wir zusammen. Selbstbefriedigung ist normal, ist gesund und macht entspannt. Die weibliche Sexualität hat eine wunderbare Vielfalt. Das bedeutet, das eine Mädchen mag vielleicht mit einem Wasserstrahl, die andere macht es vielleicht eher mal mit einem Stofftier. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Nur das, was dir gefällt. Wenn du dich selber nicht befriedigen magst, ist auch das egal. Jeder so, wie sie will oder nicht will. Ich sage immer, wenn es juckt, kratz es. Wenn es nicht juckt, kratze nicht. Bei weiteren Fragen rund um das Thema schreibt eine E-Mail an das Team der DRK Gesundheit. Sie freuen sich auf euch. Mehr Videos und Themen gibt es drüben auf TikTok bei Dr. Sex mit Volker, Umut und mir und neuerdings auch bei Instagram. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken.